Im Augenblick gibt es in Deutschland einen wahren Hype um Wasserstoff. Kommt er zum Einsatz, ist er klimaneutral. Vorausgesetzt, er wird aus erneuerbaren Energien hergestellt. Dann spricht man vom grünen Wasserstoff. Um ihn aber grün zu produzieren, werden riesige Strommengen benötigt, unter anderem für den Verkehrssektor. Wenn man Wasserstoff für die Mobilität nutzen will, ist es sicherlich am sinnvollsten. Man macht es da, wo man mit Batterien nicht so weit kommt. Das sind Flugzeuge, Schifffahrt, LKWs. Aber auch bei Zügen. Und es gibt bereits die ersten PKWs, die mit Wasserstoff fahren. Die Forschung der Deutschen Energieagentur hat jedoch ergeben, dass mit Elektrifizierung alleine die Energiewende nicht zu stemmen ist. Wir werden Gase und Flüssigkeiten brauchen für Mobilität, für Industrieprozesse, aber vielleicht auch fürs Heizen zu Hause. Und deswegen muss man auf Wasserstoff setzen, weil man den eben klimaneutral herstellen kann. Im Gegensatz zum derzeit konventionell hergestellten Strom. Da der aber deutlich billiger ist, müssten künftig die Produktionskosten für Wasserstoff sinken. Aber es geht vor allem auch darum, aus den vielen kleinen Projekten jetzt mehrere ganz große zu machen. Denn große Projekte funktionieren anders, große Elektrolyseanlagen. Und dadurch werden die Kosten gesenkt, da lernen wir. Und zwar für die Zukunft. Denn aktuell müsste man den Großteil des Wasserstoffs importieren. So viel Ökostrom, um die gewaltige Menge an grünem Wasserstoff herzustellen, kann Deutschland nicht annähernd erzeugen.